Ja Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Risika und heute müssen wir hier hoch, weil Rieze glaubt, dass hier oben was ist. Also hier ist Böses im Busch, das spürt er einfach. Ich hoffe mal, wir kriegen hier was. Wir müssen hier glaube ich alle Spawner abbauen, sonst hat es keinen Sinn. Aber irgendwann müssen wir uns auf jeden Fall dahin trauen. Ich sauf mal was. Ah nee, die... Ah, da darf man ja nicht sterben, sonst werden die ja zurückgesetzt. Ey, hier ist aber noch Scheiße. Echt? Die pitch ich mal zu mir. Ich glaube, weiter oben gibt es noch bessere Möglichkeiten. Ich bin ganz oben. Echt? Für wo oben? Leute, du bist ja ganz oben. Als ob. Ne, Christian war nur scheiße, waren XP-Flaschen und sowas. Ach so, na gut. Aber warte mal, vielleicht ist hier dieser Block, wo man das Skelett dann findet. Weil eigentlich müsste das zumindest hier jetzt endlich mal spawnen. Oder ist das Unterwasser? Warte mal, ich stelle mal mein FOV ganz niedrig. Es müsste mal Tag sein. Bei Nacht sieht man es halt null. Ich kann mir echt nicht vorstellen, wo das dann spawnt, weil hier ist so ein typischer Block. Ne? Nicht hier, wo dann ist die Frage halt. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Ah doch, da ist es ja. Okay. Na gut, dann machen wir. Komm mal so. Bitte online auf Gom, dann lass mal wieder PvP aufnehmen. Na Moment, ich muss erstmal hier das Skelett abschießen. Ich bin ja gerade schon in der Folge. Wieso kann ich überhaupt nicht schießen? Oh, ey. Jetzt habe ich wieder keine Pfeile, ey. Das kotzt mich an. Jetzt komm! Nein, ich gehe jetzt nicht auf Gomme. Ich bin gerade mitten in der Folge. Hallo. Ich komm auf Gomme. Ich komm nicht dahin. Auf jeden Fall haben wir hier dann später auch noch ein One Minute nur. Hä, ich mach doch nicht One Minute. Ich mache eine richtige Folge. Hä? Warum denn? Na, damit wir mehr Folgen haben. Ich brauche wieder Folgen. So, jetzt kommen wir hier runter. Das ist schon mal gut, dass wir die Verknüpfung haben. Und ja, ich mach das FOV wieder runter gleich, aber ich brauch kurz Pfeile. Ja, ist halt nervig, kurz damit zu spielen, aber vertraut mir. Ah, warte, vielleicht kommen wir jetzt da hoch. Ah, nee. Dann halt der mühselige Weg. Boah, ich mach das wieder runter. Ich sehe ja gar nichts. Wo war denn das? Hier ist noch so ein Lager. Ich finde mich ja gerade gar nicht zurecht. So wie überall eigentlich. Hä, war das hier? Hä, was soll denn das? Hä, ja, hast du das Schild abgebaut, wo das nach unten geht? Ja, warum? Hä? Warum baust du es ab? Ah, nee, hier ist es. Hä, ja, das ist aber verwirrend, diese komische Raumanordnung. Ob du gerade meine Fähigkeit in Frage gestellt hast? Nein. Warum? Okay, irgendwie landen die Pfeile komisch. Oh, Leute, jetzt habe ich es getroffen. Perfekt, nochmal. Ah, das ist eingezäunt, damit das nicht weg, geht. Damit du immer den gleichen Block zumindest treffen musst. Oh Leute, jetzt habe ich es geschafft. Scharfschützenduell, nice. Ey, geil. Jetzt noch eine Achievement und dann können wir wieder neue Blöcke abbauen. Richtig gut, auf jeden Fall. Ich mach mal hier so ein Bild. So. Ich meine, gut, wir sind jetzt ein bisschen, haben das beschleunigt, hier hochzukommen, aber ja, wir sind jetzt auch schon in Folge 22. Und wir wollen ja nicht ewig brauchen, ne? Normalerweise hätten wir, glaube ich, schon längst hier sein müssen, theoretisch. Ich kann ja nochmal gucken, was es hier auf dem Runterweg so gibt. Zum Beispiel Gold. Nehme ich natürlich gerne mit. Naja, würde ich gerne mitnehmen, wenn ich hier nicht ertrinken würde. Ja. Moin. So. Da habe ich es gegessen. Oh. Ja, jetzt werde ich eh hier vernichtet von denen. Hier gibt es halt viel Gold auf jeden Fall. Und da gibt es, glaube ich, noch Höhen, wo auch Luft ist. Kuhschubser könnte man halt machen. Ich glaube, ich muss eine von den Kühen killen. Tatsächlich. Das ist halt blöd, weil ich die nicht paaren kann. Mit nur einem Weizen. Ah, safe schalten wir da eine Kiste frei, wo man noch einen Weizen kriegt. Könnte ich mir vorstellen. Ah, hier unten kann ich noch Kohle abbauen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Jetzt komm! So, 27 Level habe ich auf jeden Fall. Komm gleich online, stopp den Server. Nein, hör doch auf. Ich bin erst bei 5 Minuten. Ich guck noch mal, was für Dinger hier fehlen. Wir müssen noch irgendwie an Tintensäcke kommen. Also die spawnen ja zwischen Höhe 46 und 62, das weiß ich. Hier sind wir ja eigentlich weit drüber, so. Ehrlich gesagt. Ich guck nochmal hier durch das Labyrinth, vielleicht haben wir da irgendwelche Kisten übersehen. Oder hier dieses Erz, das nehme ich auch mal mit. Ich hoffe nur, dass ich nicht ertrinke dabei. Oh, Hilfe. So. Na cool. Das ist so nervig gerade hier, wenn das so dunkel ist. Zum Glück ist hier ein bisschen Licht. Sonst würde ich gar nicht klarkommen.
Ach man, das habe ich gar nicht gemerkt und realisiert, dass ich ertrinke irgendwie. Ich weiß auch nicht. So tief kann das doch gar nicht mehr gehen. Na gut, doch, es ist schon ein Stück. Boah, aber es gab doch auch mal in einem anderen Captain noch so ein anderes Labyrinth, oder war das hier auch? Boah, das war auch nervig, glaube ich. Das kommt noch hier. Oder ist das Captive 4 sogar? Könnte das sein. War Captive 3, hat man schon. Nee, es gibt glaube weiter oben. Nee, warte, ich glaube, das ist wirklich Captive 4. Das wird auch nochmal interessant, die Map. Du hast mal etwas Captive 4 gar nicht mal gespielt. Doch, ich habe mal Captive 4 schon gespielt. Aber halt nicht durchgespielt, glaube. Die anderen Teile habe ich ja soweit schon mal durchgespielt, teilweise. Obwohl ich da bei Captive 3 auch nachgeholfen habe. Captive 5? Das gibt's ja leider nicht. Das wurde mal angekündigt und Captive 6 auch. Also seit 2016, glaube. Ist nichts draus geworden. Wir sind mal auf Höhe 56, also hier könnten perfekt eigentlich Tintenfische spawnen. Da müssen wir die wahrscheinlich hier mal aufstellen. Ah, guck mal, da hinten ist schon Zuckerrohr. Und hier können wir Sand formen. Mal kurz. Generell habe ich eigentlich das noch gar nicht genutzt. Ne? Man muss halt jede Höhe so einzeln angucken, wo man noch farmen kann. Und irgendwas rauskratzen aus den Ecken. Das ist halt immer das Nervige auch bei Captive. So, aber ich könnte ja hier einfach mal so ein Ding machen, so ein See. Und dann ein paar Tintenfische hierher. Müssen wir halt runtergehen und hoffen, hier spawnt in dem einen Klecks Wasser ein Tintenfisch. Früher haben die ja, sind ja auch im fließenden Wasser gespawnt, aber ich glaube, auch in dieser Version war es schon so, dass das Wasser stehen muss. Deswegen hole ich mal weitere, wie heißt das, Eimer. Ach, hier ist ja schon Wasser. Aber hier ist zu tief, ne? Ja, ich glaube 46 und das ist bei 45, deswegen spawnen die da nicht. Ah, shit. Irgendwann haben die Höhe auch mal geändert. Ich glaube, in der ersten Version dieser Map, die war noch für die 1.9. Und da sind Tintenfische auch noch gespawnt in dem unteren Ding, wo ich gerade war mit dem Spawner. Da sind nämlich immer welche runtergeklatscht, soweit ich weiß. Und dann mit der 1.11 wurde eben alles wieder geändert. Oder 1.10 dann zwischenzeitlich. So, da müssen wir jetzt hier einfach mal warten und vielleicht kommen irgendwann da Tintenfische. Ist halt jetzt so eine Glückssache. Aber das kann ja so nebenbei weiterlaufen. Jetzt gucke ich erstmal hier bei Erfolgen, ja, bei den Kühen. Ich weiß halt nicht, ob ich die Kuh jetzt schubsen soll. Aber gut, es gibt dann wahrscheinlich ein Achievement und dann finden wir irgendwo eine Kiste. Dadurch mit Weizen. Wo ist denn, wo sind die Kühe eigentlich? Ach ja, oben. Ich verwechsel das immer mit dem Hühnerstall hier unten. Das ist natürlich auch ungünstig. Ja, Moment mal, hä? Wo ist denn die andere hin? Hier war da noch eine. Ach so. Die sind ja zu zweit. Okay, die gehen alle in diese komische Ecke immer. So ein Müll. Ich kann mal den Stall generell erweitern, damit die hier mehr Platz haben. Ne? Ja, ist halt blöd. Jetzt muss ich die köpfen, aber... Ja, keine Ahnung. Geht nicht anders. Oh nee, jetzt habe ich nicht mal Leder gekriegt, ey. Die wollen mich doch verarschen. Oh, jetzt habe ich die umsonst gekillt. Ich wollte eigentlich die andere Kuh dann zumindest nutzen können, um... Zucht zu betreiben. Ne, warte, wie heißt das? Boah, ne. Eigentlich sehe ich das jetzt gar nicht mehr ein. Hm. Ich glaube, ich mache das mal kurz rückgängig. Weil... Ich glaube, ich mache das generell anders. Und zwar muss ich warten, bis ich das andere Weizen anderweitig kriege durch einen Erfolg. Und dann... Genau. Hole ich erstmal wieder Game Mode 0. Da würde ich mir das Achievement holen, dass ich die nachzüchte und dann das Weizen, das Leder holen. Das wäre ganz gut. Ja, später, wenn ich hier fertig bin. Ich glaube aber, ich bin soweit fertig sogar. Ich guck nochmal bei den Erfolgen. Die Lüge wäre gut. Da brauchen wir auch nochmal übelst viel Weizen. Also, ich weiß nicht, wo das alles herkommen soll. Ah, Diamanten für dich, das hätten wir mal machen können. Wenn du drauf bist, dann werf ich dir einen Diamanten zu. Ah gut, wir haben gar keine, okay, hat sich erledigt. Ich hab einen. Ach echt? Da hatte ich mal keine Kampfweite. Oh. Lol. Ich weiß gar nicht, Na gut, wir müssen noch tiefer, das könnten wir mal machen, das ist eigentlich relativ leicht. Dann hier Spiel mit dem Feuer. Ah gut, ja, im Nether dann wieder zu spielen, nicht dass das wieder so rumbackt, ey, das wäre wieder übelst scheiße. Dann müssen wir auf jeden Fall auch wieder cheaten. Weil das ja nicht unsere Schuld ist, wenn das hier so buggt. Ich glaube, das liegt an der Ternos auch teilweise, weil das war
War das nicht auch in Staffel 1 schon? Oder nur Staffel 2? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beende ich jetzt erstmal die Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also haut rein und ciao.